Jo Leute, was geht und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Und ja, ihr habt wahrscheinlich das letzte Video schon gesehen, da bin ich in den Schneesturm gekommen, weil ich mein Motorrad zum Service bringen musste. Und heute hole ich es wieder ab. Es hat jetzt circa einen Tag gedauert. Ich habe zwar gestern nicht mehr die Chance gehabt oder die Möglichkeit gehabt, das Motorrad abzuholen. Jetzt ist also der nächste Tag schon der Donnerstag. Und die haben jetzt gesagt, ich kann heute vorbeikommen. Ich werde auch noch den Mechaniker ein bisschen ausfragen, was alles gemacht wurde. Die haben gesagt, sie nehmen sich kurz Zeit für mich, mega korrekt von ihnen. Ich zeige euch auch vielleicht noch kurz den Shop. Und gerade letztens ist auf Instagram ein Post von denen rausgekommen, dass die neue Googles haben, also für den Helm, also neue Brillen, die sogar noch von Leeds selber sind, also perfekt abgestimmt zu meinem Helm. Die werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Wir sehen uns also direkt dann beim Shop wieder. Jo Leute, ich bin jetzt in dem Shop drin und ich konnte es gar nicht erwarten, die Googles auszutesten. Deswegen, ich bin jetzt erstmal zu den Brillen gelaufen. Mega genial. Also hier seht ihr nochmal ganz kurz meine Brille. Das ist ja so eine richtige Dulli-Brille. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Richtig zerkratzt und alles drum und dran passt halt null dazu. Von der muss ich mich jetzt ja einfach langsam trennen. Die gefällt mir richtig gut. Ich habe mich jetzt gerade nochmal schon umgeschaut. Das ist die jetzt ausgepackt. Die würde richtig gut ballern. Die ist auch sehr krass vom Verspiegelten. Da sieht man halt null die Augen. Wäre auch mega krass. Die Chefin hat mir jetzt auch gerade noch mal was gezeigt, wegen dem System. Das muss ich euch dann noch mal, glaube ich, in einem extra Video erklären. Da kannst du alles austauschen. Das hat so einen Anti-Frog-Schutz, das hat bruchsicheres Glas. Da gibt es so Videos drüber, da schießen die mit echten Waffen auf das Glas und es geht nicht kaputt. Das ist sozusagen ein Steinschutz. Das ist ein richtig geiles Set, vor allem für echt bezahlbares Geld. Hier sieht man nochmal, das hat so innen drin so ein Anti-Beschlag-System. Und das sind meistens auch noch solche Schutzfolien sind auch noch dabei. Schaut euch mal das Verspiegelte an, das ist ja mal pervers geil. Ich teste jetzt mal einfach mal ein paar und dann schauen wir uns das gleich an. Alter, der sitzt ja so gut. Yo, das ist mal so nice. Boah, mega. So, jetzt testen wir nochmal die andere Brille. Die bin ich auch voll gehypt. Boah, wie die Angel so gossen sitzt. Boah, auch mega krass. Ich packe euch mal wieder hier hoch. Boah, Alter. Ja, damit läuft's richtig. Alter. Bockt halt auch unnormal die Brille. Ich brauche jetzt einfach mal Bedenkzeit. Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin so unentscheidungsfreudig. Das ist so krass. Genau, und ich flitze jetzt gleich nochmal rüber in die Werkstatt und dann wird er uns nochmal erklären, was denn alles so gemacht wurde. Also ich bin auf jeden Fall schon mal mega gespannt. Ich weiß es selber ehrlich gesagt noch nicht. Ich kann euch hier nochmal kurz hier den Shop zeigen. Hier sind hier überall Maschinen bis nach drüben. Hier nochmal die neue Enduro-Version. Und dann gibt es nochmal so einen extra Bereich hier für Husqvarna. Mega chillig. Da steht auch schon ein Schätzle drinnen. Die Witpillen, die will ich unbedingt mal fahren. Die sieht so geil aus. Vor allem schaut euch mal die an. Oh mein Gott. Also ich muss da unbedingt die mal Probe fahren. Die haben eh schon gesagt, ich darf mal auch die Super Duke zum Beispiel testen. Oh mein Gott, Leute, schaut euch mal das an. Hier steht eine umgebaute Sumo 350er. Alter, die ist schon verkauft. Mega geil. Hier daneben noch eine gebrauchte SMCR. Ist auch schon weg. Hier ist die neue SMCR. Die hat jetzt ja neue Reifen oben. Und zwar die, oh Gott, wie heißen die? Von Brickstone haben die jetzt welche. Sieht man wahrscheinlich schlecht. Ich werde jetzt mal rüberschauen zu der Werkstatt. Hier sind überall ja Motorräder verteilt. Mega geil. Schaut unbedingt mal vorbei. Passt es, wenn ich einfach mal rüber schaue? Ja, das geht. Okay, danke. So. Hier auch noch meine. Oh, super zu. Die will ich unbedingt mal fahren. Servus. Servus. Ich habe
gehört, ich darf jetzt kurz hier dich interviewen oder sowas. Interviewen? Ja, klar. Hau raus. So, also gemacht wurde jetzt der 10.000er Service oder Jahresservice, je nachdem, was früher eintrifft. Was natürlich wichtig ist, der Ölwechsel, der ist immer dabei. Bei der bei 10.000 ist auch dabei das Ventilspiel. Haben wir jetzt bei dir kontrolliert und eingestellt, okay. Weil es waren eigentlich alle daneben. Oh, shit. Minimal, okay, nicht okay. Viel, aber ja. Wie gesagt, darum kontrolliert man es. Das Kraftstoffsieb wird gewechselt, das ist so ein kleiner Vorfilter vor der Einspritzdüse. Das macht man immer. Dann natürlich, alle Schrauben werden kontrolliert. Bei dir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass die Schraube gefehlt hat. Ja, die ist im Lenkanschlag. Ja, voll, voll. Die haben wir gleich verbaut. Sonst schon alles nachgezogen, alles gereinigt, Kette tut man reinigen, schmieren. Denn wie besprochen, das 15er Ritzel haben wir verbaut. Geil. Das ist das Originale. Das cool. Danke, danke. Was noch aufgefallen ist, ein Ölverlust hast du erkennt, leichter bei der Ritzelwelle. Okay. Da haben wir gleich einen neuen Simmerring verbaut, weil es eben zugegangen ist. Cool. Denn die Flüssigkeiten wurden getauscht, Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit. Also ist alles wieder auf dem neuesten Stand jetzt. Ja, das war es eigentlich. Sonst okay, geil, geil. Elektrische Anlage haben wir kontrolliert. Es hat noch geheißen, glaube ich, irgendein Software-Update oder sowas. Genau, also es war eine TI offen jetzt noch. Vom Hersteller hat es eine neue Software gegeben. Das haben wir gleich aufgespielt im Zuge. Wenn es da was Neues gibt beim Service, ja, legt man sie natürlich testen. Dann wird es gleich aufgelistet und dann wird es gleich aufgespielt. Cool, cool. Okay. Ja. Tipptopp. Geile Passt. Sache. Danke, danke. Dann wünsche ich gute Fahrt. Ja, danke, Mann. Ciao. Ciao, Herr. Ey, mega korrekt. Die haben ja auch nochmal das Bike komplett geputzt. Wie krank ist das? Die glänzt ja wieder. Brachial. Ja, es waren zum Beispiel ja, so Schrauben oder sowas. Die haben einfach gefehlt. Richtig crazy. Die haben sich abvibriert. Sonst tipptopp. Alles neu. Die glänzt wieder. Hey, mega cool. Ja, ich steige jetzt mal wieder aufs Bike drauf. Und dann geht der Vlog weiter. Boah, die fährt sich richtig angenehm unten rum. Das ist ja brutal. Hey, mega geil. Die haben mir wirklich das Bike blitzblank geputzt. Wie geil ist das denn? Damit hätte ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das jetzt erstmal richtig durchputzen muss, weil ich ja extrem nass geworden bin und extrem dreckig das Bike wurde, als ich das Bike zum Service gebracht habe. Da war ja echt scheiß Wetter. Falls jemand das Video noch nicht gesehen hat, dann checkt es gerne noch ab. Genau, das werde ich unten in die Videobeschreibung packen. Ich glaube, der Ton, der wird jetzt dadurch mega, mega gut werden. Ich werde nochmal dazu dann ein extra Video machen, wie ich mein Vlogging-Setup jetzt gerade aktuell ist, jetzt mit der neuen Brille. Ich glaube, die Windgeräusche werden kaum mehr spürbar sein. Also, ich glaube, das wird mega cool werden. Alter, das Ritzel ist Gold wert. Die fährt sich jetzt richtig smooth unten rum. Hey Leute, das müsst ihr echt verbauen. Das ist ja mal mega geil. Ich rutsche zwar hier auf dem Sitz jetzt, weil der geputzt ist, Alter, rum wie nochmal was. Das ist semi-optimal. Aber sonst, ey, voll geil. Ja, ich bin auch immer mega zufrieden mit denen, ihre Arbeit. Die machen das immer auch so richtig chillig. Alle sind gut drauf, keiner hat schlechte Laune. Genau, was hat mich denn jetzt das alles gekostet? Er hat sie eh angesprochen, was jetzt alles gemacht wurde. Es sind ein paar Sachen dazugekommen, die sonst im 10.000er Service natürlich nicht anfallen, wie zum Beispiel das Ritzel, die Brille. Ich habe jetzt leider nicht genau im Kopf, wie viel das Ritzel jetzt ausgemacht hat. Die Schraube, die da vorne lose war, ja gut, das war jetzt so eigentlich mein Fehler. Aber im Grunde hat mich jetzt alles in allem mit Brille und so weiter, hat mich alles 550 Euro gekostet. Genau, nochmal kurz zu der Brille selbst. Ich werde auch in eins der nächsten Videos was richtig, richtig Geiles noch zusätzlich kaufen für die Brille. Das hat mir ein Abonnent hat mir das empfohlen, dass ich das mir mal anschauen soll. Es gibt ein System, das kann man sich in die Brille reinsetzen lassen und es ersetzt sozusagen die Brille. Wie krank ist das denn? Ich hoffe, ich kriege das jetzt bald mal organisiert. Und dann muss ich auch keine Brille mehr extra drunter anziehen, weil Kontaktlinsen ist immer so eine Sache. Und die Brille passt im Grunde nicht ganz perfekt drunter. Man kann sie zwar drunter tragen, so wie ich. Ich trage es jetzt ja auch, gerade unter der neuen Brille. Aber es ist natürlich semi-optimal. Ja, und das soll es jetzt eigentlich von dem Video auch gewesen sein. Ich wollte einfach euch mal mitnehmen und euch auch mal zeigen und das auch auf YouTube teilen, wie viel
denn so ein Service, der 10.000er Service kostet, weil ich davon nichts wusste. Ich wusste nicht grob, wie viel es ist. Ihr wisst es jetzt, ich weiß es. Und was auch gemacht wurde vor allem, auch ganz wichtig. Und da kann man echt nichts sagen. Alle 10.000 Kilometer mal einen Service machen, geht auf jeden Fall unnormal klar. Das ist wirklich nicht viel. Und dann sage ich eigentlich nur noch danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Was ist denn euch?